sind heute mal wieder in der Glücksrad-Challenge in Toilet Tower Defense. Für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, Freunde, wir haben den Glücksrad und das Glücksrad entscheidet, was ich heute tun muss. Welchen Schwierigkeitsgrad spiele ich? Wie viele Einheiten darf ich benutzen? Und dann entscheidet es auch noch, welche Einheiten ich nehmen muss. Oh, das wird wieder schlimm. Bestimmt schaffe ich es wieder nicht. Freunde, unterstützt mich gerne wie immer mit einem Daumen nach oben und einem Abo, desto besser werden die Challenges. Und schaut gerne bei mir im Shop vorbei. Seit neuestem haben wir auch Poster bei mir im Kjulfer-Shop. Link ist wie immer in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und wir drehen direkt am ersten Rad. Das erste Rad entscheidet, welchen Schwierigkeitsgrad wir nehmen. Und ihr seht schon, neben dem Schwierigkeitsgrad steht immer eine Zahl. Das bedeutet, wie viele Einheiten wir benutzen dürfen. Wir klicken drauf und mal sehen, was bei rauskommt, Freunde. Heute spielen wir im harten Schwierigkeitsgrad. Das wird interessant. Und jetzt gehen wir rüber zum nächsten Glücksrad, Freunde. Drei Einheiten dürfen wir uns jetzt aussuchen. Und hier auf dem Glücksrad steht jede einzelne Einheit. Auch die Einheiten aus dem neuen Update sind hier drauf. Drillman und so weiter und so fort. Wir drücken auf das Rad drauf und schauen mal, was bei rauskommt. Und Einheit Nummer 1 ist Santa TV Man. Ich meine, haben wir wenigstens Geld. Rüsten wir den Kollegen schon mal aus. Let's go. Santa TV Man ist im Team. Jetzt bräuchten wir natürlich noch zwei Einheiten, die Damage machen. Wir drehen und wir kriegen... Komm, was Gutes, bitte. Titan Speaker Man. Immerhin. Ist nicht schlecht, ist okay. Ist natürlich der normale Titan Speaker Man. Der andere wäre Upgraded Titan Speaker Man. Oder Hyper Upgraded Titan Speaker Man. Aber wir dürfen nur den normalen benutzen. Das wird auf jeden Fall eine knappe Challenge, Freunde. Wir drehen nochmal. Wir bräuchten jetzt noch irgendwas mit mehr Schaden oder irgendwas. Corrupted Cameraman. Oh, Freunde, wir haben eine Chance. Let's go. Corrupted Cameraman auch rein ins Team. Ey, das ist unser Team für heute. Wir müssen in den harten Schwierigkeitsgrad rein. Die Map ist egal. Wir nehmen mal Palm Paradise. Ich glaube, da haben wir die besten Chancen, weil die beiden Einheiten sind ja nicht so günstig und wir müssen die irgendwie platzieren können. Deswegen gehen wir Palm Paradise rein. Harter Schwierigkeitsgrad, drei Einheiten, Glücksrad-Challenge. Let's go. Und immer noch wild, das verstehe ich. Ich immer noch nicht, dass Hart einfach 50 Wellen hat. Wir haben 20, 30. Hart hat dann nicht 40 Wellen, sondern 50. Und Albtraum hat auch nicht mehr, sondern auch 50. Das verstehe ich nicht, Freunde. Die hätten da ruhig mehr oder weniger Wellen machen können. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Wir platzieren erstmal direkt den ersten Santa TV Man, weil wir Geld brauchen. Wir machen erstmal Autoskip an. Und wir müssen es jetzt erstmal irgendwie schaffen, über $500 zu bekommen, damit wir überhaupt irgendeine Einheit platzieren können. Das ist nämlich sonst ganz schön schlecht. Wir kriegen jetzt schon mal mit jedem Skip, glaube ich, $300. Yes. Und dann würde ich sagen, wir warten einfach mal auf den nächsten Skip. Und dann platzieren wir, wen platzieren wir denn zuerst? Corrupted Cameraman. Also Titan Speaker Man ist zwar auch eine ganz coole Einheit, aber der macht halt einfach nur 5000 DPS und am Anfang nur 200 Schaden. Also Corrupted Cameraman ist schon die viel, viel bessere Wahl. Und davon stellen wir jetzt erstmal direkt einen hier hin. Damit der hier gleich schon mal ein bisschen was aufräumen kann. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, wir machen vielleicht auch Autoskip jetzt erstmal kurz aus. Wir müssen erstmal irgendwie jetzt die ersten Wellen überleben. Das wird schon schwierig genug. Oh Mann. Ah, und so ein paar kleine Einheiten kommen hier jetzt durch. Das ist aber nicht weiter schlimm. Die können ruhig durchmarschieren. Ja, selbst wenn die jetzt alle durchkommen, ist nicht so wild, ne? Selbst wenn die jetzt alle schaffen, irgendwie an uns vorbeizulaufen, ist es nicht so... Also, verlieren wir auf jeden Fall noch nicht, ne? So weit, so gut. Wir sind ganz gut dabei. Es wird wirklich nicht einfach, Freunde. Ich meine, Corrupted Cameraman ist eine gute Einheit. Und wenn wir den gleich ein bisschen aufgelevelt haben, wird er auch gut aufräumen. Aber der harte Schwierigkeitsgrad ist nicht so easy. Wir haben nichts, was Betäubung heilen kann. Und wir haben nur drei Einheiten. Wir haben keinen Flächenschaden und nichts. Es wird interessant, dass... Das nächste Upgrade kostet auch schon 1000, ne? Ich mach mal noch einen Skip und platziere noch einen Santa TV Man schnell hier. Und hier haben wir auch schon die erste Dual Claw Toilet. Also wenn uns halt ein paar Einheiten zu nahe kommen, die uns betäuben, können wir direkt wieder aufhören, Mann. Können wir es direkt sein lassen wieder. Hauptproblem gerade ist auch eigentlich nur, dass der hier hinten als steht und erst die Einheiten angreifen kann, wenn sie hier hinten sind. Warte, sobald wir jetzt $500 haben, platziere ich noch einen hier vorne. Ich meine, wir lassen den hier hinten stehen, weil wenn er genügend Reichweite hat, kann der auch bis hier oben angreifen. Corrupted Cameraman hat ja dumm viel Reichweite, vor allem später. Wenn wir ihn richtig aufgelevelt haben, dann schießt er ja alles kurz und klein, aus was weiß ich für einer Entfernung. Deswegen stellen wir jetzt hier aber nochmal einen hin, machen nochmal Skip und upgraden ihn auch nochmal. Und dann können wir schon mal hier vorne ein bisschen aufräumen. Dann ist das schon mal besser. Ja? Dann kommen wir ein bisschen schneller durch die Wellen.
Ich muss ja auch noch, wohin? Ich habe noch Termine. Wir müssen mal ein bisschen schneller die Toiletten hier zerdeppern. Vielleicht mit einem Vorschlaghammer. Stimmt. Warum benutzen die eigentlich nicht einen Vorschlaghammer oder so und hauen die Porzellan-Ottos einfach immer kaputt? Dann wäre es ja auch geschafft, ne? So gesehen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Okay, die räumen ja auf jeden Fall gut auf, das klappt schon mal. Wir müssen auf jeden Fall den Cooldown senken. Wir brauchen jetzt mal dringend mehr Geld und noch ordentliche Upgrades, damit er hier mit seinen Kanonen anfängt zu schießen. Ab dann ist der Corrupted Cameraman nämlich richtig crazy, ja, da geht's richtig ab. Und es ist soweit, das 2.000 $ Upgrade Corrupted Cameraman. Die Reichweite steigt um 20, der Cooldown halbiert sich und dann haben wir das hier. Let's go! Das drücken wir dem hier gleich auch rein. Seine Reichweite müsste dann auch bis nach hier oben reichen. Deswegen können wir den hier hinten schön entspannt stehen lassen. Dann kann der auch hier vorne reinschießen. Wir sind immer noch erst bei Welle 13. Ich mach mal Autoskip jetzt wieder an, okay? So, seine Reichweite geht jetzt erstmal nur bis hier. Aber später hat er eine Reichweite von 55 auf Maximallevel. Das sollte dann bis hier oben in die Lane reichen. Und er kann ja auch jetzt schon hier angreifen. Also an sich ziemlich cool. Okay, wir werden unsere Santa GV-Man jetzt noch weiter aufleveln. Die kosten jetzt auch schon 1000, wenn wir die verbessern wollen. Aber ihr seht schon, wie effektiv das jetzt ist, sobald der hier seine Reichweite nutzen kann. Das schiebt es hier nämlich ganz anders, Freunde. Da geht's richtig los. Okay, warte, wie viel Geld kriegen wir jetzt gleich? 1500, 2000 kriegen wir gleich. Okay, dann machen wir erstmal noch ein bisschen Santa TV-Man Upgrade, dass wir noch mehr Geld bekommen. Und dann buttern wir das Geld gleich in ihn hier rein für das 4000er Upgrade. Da halbiert sich nochmal der Cooldown. Da kann er noch viel, viel, viel schneller angreifen. Komplett crazy dann. Und dann geht's erstmal richtig los, Freunde. Ich liebe Corrupted Cameraman. Es ist so eine günstige Einheit eigentlich. Und guck mal, was jetzt hier abgeht. Ist so eine günstige Einheit, die aber so heftig gleichzeitig abgehen kann. Also für solche Challenges, ich glaube, viel besser hätten wir gar nicht ziehen können. Also mal sehen, wenn wir gleich irgendwie betäubt werden, dann kriegen wir noch richtig Probleme. Das muss man natürlich dazu sagen. Wenn gleich die Betäubungen hier reinhageln, dann werden wir uns noch umgucken. Aber an sich ist das erstmal... Oh, jetzt kann er auch schon hier oben angreifen. Let's go! Und ich unterschätze echt immer, wie heftig das Geld reinhagelt, wenn wir hier Santa TV-Man haben. Hier, Upgrade für 7000. Jetzt kann er noch schneller angreifen, Bro. Wir upgraden ihn hier auch, weil wir die 7000 hier auch noch übrig haben. Let's go, Mann. Guck mal, wie die alles hops nehmen. Okay, Santa TV-Man muss jetzt aber trotzdem noch weiter geupgradet werden. 2000 kostet jetzt die nächste Stufe. Die brauchen wir auch definitiv. Da haben wir auch schon Multiclaw Jetpack Toilet. Wir werden aber nicht betäubt. Glück gehabt. Falls wir aber gleich betäubt werden, werden wir uns noch... Na, kann er uns betäuben? Nee, er hat es nicht geschafft. Okay. Also Corrupted Cameraman kann auch Betäubung abwehren. Ja, das muss man dazu sagen. Also der kann ein paar von den Betäubungen zurückschlagen. Aber irgendwann kommen die natürlich trotzdem durch. Und dann geht er natürlich trotzdem unter. Zwei Upgrades kriegt er auch noch. Jetzt das für 10.000. Und dann kommt, glaube ich, noch eins für 20 oder so. Also recht teuer, aber es lohnt sich. Glaubt mir, es lohnt sich. 10.000 $ investiert. Ah, nee, das ist schon sein Maximallevel. Oh, ich dachte, da kommt noch ein Level. Ah, ich dachte nämlich, seine Reichweite ist 55 auf Maximal, aber ist nur 50. Naja, okay, reicht ja auch, ne? Ist auch in Ordnung. Sind wir auch zufrieden mit. Ich meine, guck mal, wie das hier... Schaut mal, wie das abgeht, Alter. Es ist komplett crazy. Ich upgrade jetzt mal Santa TV-Man auf Maximum, damit wir hier auch richtig Kohle kriegen. Ich meine, wir sind erst auf Welle 30. Wir sind noch lange nicht durch. Das wird trotzdem noch ein bisschen kritisch gleich, wenn die ganzen Bosse und so kommen. Weil der macht zwar 25.000 Schaden pro Sekunde, aber hier kommen auch noch genug starke Gegner gleich, die versuchen werden, uns das Leben schwer zu machen. Und die auch teilweise ziemlich schnell sind. Und wie gesagt, wir machen keinen Flächenschaden. Das ist unser größter Nachteil, dass wir keinen Flächenschaden machen. Ich meine, beim harten Schwierigkeitsgrad geht das noch. Sollte also machbar sein. Oh, wir haben jetzt direkt genug Geld und Zeit übrig. Guck mal, um hier noch einen hinzustellen. Let's go. Da wird mal direkt durchgeupgradet hier. Und der kann jetzt auch schon voll mit angreifen. Santa TV-Man auf Maximallevel. Upgraden wir uns mal noch einen Corrupted Cameraman. Aber Freunde, ich sag ganz ehrlich, ich mach mal das Geräusch aus von den Kanonen. Das ist ja irre. Da kriegst... Ich meine, ich... So ist jetzt ohne Kanonen... So ist mit. Nee, da muss ich wieder zum Ohrenarzt. Ja, aber so ist das doch viel angenehmer.
viel, viel angenehmer. Und außerdem können wir jetzt hier schon wieder 7.000 investieren ins nächste Upgrade. Let's go. Aber echt krass, dass das nur 10.000 kostet dann, den von Level 6 auf Level 7 zu bringen. Ich dachte, der ist viel teurer. Vielleicht wurde er auch billiger gemacht. Wurde der billiger gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht erinnere ich mich auch einfach nicht korrekt. Keine Ahnung, Freunde. Vielleicht trügt die Erinnerung. Aber zack. Noch ein auf Maximallevel. Und jetzt wird hier richtig, richtig aufgeräumt. Easy. Und das Game dachte sich jetzt so, jo, machen wir die Hintergrundmusik einfach auch noch aus. Hier, die Musik ist an, kommt nichts mehr. Unglaublich, Freunde. Aber wir haben mehr als genug Kohle, um noch einen Corrupted Cameraman jetzt hier. Ich kann noch einen plötzlich. Ah, die Musik ist wieder da. Dankeschön. Dankeschön. Wir sind Welle 43 und es funktioniert doch noch viel besser, als ich dachte. Also ich habe gedacht, dass wir zwischendurch bei den Rocket Launcher Toilets und so, weil die schießen ja ihre Raketen wie irre und betäuben manchmal das halbe Team auf einmal. Aber erstaunlicherweise bis jetzt gar keine Probleme dadurch gehabt. Also 0,00, dass wir uns irgendwie jetzt hier Sorgen machen müssen bis jetzt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wird viel, viel schwieriger noch in den späteren Wellen, wenn hier die ganzen, ja, Betäubungseinheiten und was auch immer mitkommen. Und die sind ja teilweise wirklich nervig. Haben wir schon oft genug festgestellt hier in der Challenge, dass wir eigentlich gute Einheiten hatten, aber komplett hops genommen wurden. Einfach, ja, weil die Betäubung zu krass war und wir nicht gegenheilen konnten. Aber ich glaube, die Combo aus Santa TV Man, dass wir so viel Kohle haben und ich jetzt so viele Corrupted Cameraman hier hinstellen kann auf Maximallevel, ich glaube, das... ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr gute Combo, Freunde. Ja? Ich glaube, das alles zusammen funktioniert einfach sehr, sehr gut, ja. Sagen wir es, wie es ist. So, was haben wir hier noch? Spider-Toilet, ja, die wird einfach auch massakriert. Auf entspannt. Und wir sind auch schon Welle 47. Let's go. Zack. Nochmal einen auf Level 7. Easy. Wir platzieren noch einen Corrupted Cameraman. Den können wir auch noch ein bisschen aufleveln. Alter, wie die Wellen hier weggefetzt werden. Die wissen gar nicht, was passiert. So, jetzt sind wir auch schon Welle 50. Die allerechte Boss-Toilette ist da. Und die allerechte Boss-Toilette ist auch schon wieder weg. Wir haben die Challenge geschafft. Let's go. Das heißt, als allererstes drehen wir jetzt mal das Glücksrad. Wenn ich allerdings Pech habe, muss ich 10.000 Robux verschenken. Aber ich habe... Oh mein Gott, ich muss 10.000 Robux verschenken. Okay, Freunde. Ihr müsst jetzt euren Robux-Namen in die Kommentare schreiben. Euren Roblox-Namen meine ich natürlich. Euren Roblox-Charakter-Namen in die Kommentare und den Kanal abonnieren. Ich werde einen von euch aussuchen, der 10.000 Robux geschenkt bekommt. Oh Mann, ich habe gehofft, dass das nicht drankommt. Okay, jetzt suchen wir aber den Schwierigkeitsgrad aus, Freunde. Mal sehen, wo wir landen. Und wir landen direkt auf... Ist das noch hart? Das ist hart! Harter Schwierigkeitsgrad, wir dürfen uns 3 Einheiten auswählen. Und hier ist direkt das andere Glücksrad, Freunde. Mal sehen, ob wir Glück haben heute, ob das Glücksrad uns Glück bringt oder was. Und wir kriegen direkt Turkey Cameraman. War der gut? Okay, Freunde, wir schauen mal. Der Turkey Cameraman, yo, der macht 15.000 Schaden auf Maximallevel. Den packen wir ein. Und wir wählen direkt die zweite Einheit aus, Freunde. Mal sehen, wen wir jetzt noch hier dran kriegen. Und als nächstes bekommen wir... normaler TV-Man. Normaler TV-Man macht halt nur 500 Schaden, ne? Der ist nicht so gut. Aber wir wählen noch unsere dritte Einheit aus. Vielleicht haben wir nochmal so viel Glück wie mit dem Turkey Cameraman. Irgendwas Gutes noch, bitte. Und wir kriegen... Alter, ist das Upgraded Titan Cameraman? Nein, nein. Ey, Upgraded Titan Cameraman nehme ich nicht mit. Come on. Obwohl, wir haben keine Einheit, die unsere Betäubung retten kann. Wir haben keine Geldeinheit. Den also irgendwie ultra stark zu kriegen, funktioniert sowieso nicht. Okay, vielleicht nehmen wir ihn wirklich besser mit. Upgraded Titan Cameraman ist eingepackt. Das sind unsere 3 Einheiten, Freunde. Als Map wählen wir einfach mal das Toilet Headquarter, meine Lieblingsmap. Und hier sind wir auch schon auf der Map. Wir wählen den harten Schwierigkeitsgrad aus, Freunde. Und dann schauen wir jetzt mal, ob wir das schaffen können. Wie gesagt, kommentiert ihr auf jeden Fall euren Roblox-Namen in die Kommentare, Freunde. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal, weil wenn ihr nicht abonniert habt, könnt ihr auch nichts gewinnen. Ja, wer nicht abonniert hat, der kriegt nichts. So, wir haben jetzt erstmal TV-Man, mit dem wir reinstarten. Den platzieren wir erstmal irgendwo hier in die Ecke, dass er uns vielleicht erstmal hier durch die ersten Wellen durchrettet, weil ansonsten... Boah, schafft er das überhaupt? Oh mein Gott, er schafft das gar nicht mal richtig. Was ist das denn? Bruder, was macht er? Er schafft es nicht mal, diese Basic Toilets zu besiegen. Bro! Okay, warte, ich muss gleich nochmal Autoskip drücken, oder? Oder was mache ich?
Ich weiß gerade nicht, was ich jetzt am... Was mache ich jetzt am schlausten, Freunde? Was ist der beste logische nächste Schritt? Warte, ich drück nochmal Skip, ich platziere hier nochmal kurz einen hin. Alter, wir müssen erstmal die ersten Wellen irgendwie überleben. Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Warte, was würde ich hier ein Upgrade... Oh, ich hätte ihn auch einfach upgraden können, ne? Aber nee, dann hätte ich die hier hinten ja nicht aufhalten können. Nein, upgraden wäre falsch gewesen. Okay, aber die beiden müssten aber reichen, um jetzt die ersten Wellen erstmal zu überleben, glaube ich. Ich meine, er haut die hier vorne so ein bisschen an, er macht so ein bisschen Schaden und der hier hinten besiegt sie dann. Oh mein Gott, ich hoffe, das funktioniert. Oh, und selbst das wird jetzt ein bisschen knapp hier. Da sind schon welche durchgekommen. Bro, ey, es kann nicht sein, Mann. Okay, ich drücke jetzt mal Skip und gebe ihm hier... Oder warte, gebe ich ihm den Upgrade? Oder warte ich jetzt, bis ich $250 habe? Und wir platzieren lieber Turkey Cameraman. Ich glaube, wir platzieren lieber Turkey Cameraman, oder? Wir können jetzt ja ihn mal hier noch ein bisschen arbeiten lassen, kurz. Und da unten... Ja, guck mal, das reicht. Ja, okay, let's go. Turkey Cameraman to the rescue. Der macht jetzt wenigstens pro Sekunde 400 Schaden, ja? Immerhin. Immerhin. Der wird jetzt hier vorne schon mal unterstützend mitwirken oder so. Also, ist ja komplett bodenlos, Freunde. Alter, die hier hinten schafft er doch niemals zu besiegen. Ja. Junge, ne, oder doch? Na, vielleicht? Nee, ich glaube, obwohl... Gut, dass der Flächenschaden macht. Stell dir mal vor, der würde keinen Flächenschaden machen. Wäre komplett Armageddon. Okay, aber bis jetzt... Ja, ja und yes. Okay, Freunde, wir sind auf einem guten Weg. Komm, wir geben ihm jetzt hier mal ein Upgrade, damit er nicht hier so doof rumsteht und nichts kann. Und wir haben die ersten Wellen überlebt. Okay, der erste Schritt ist getan. Und hier wird es jetzt auch schon problematisch, Freunde. Wir haben ja jetzt hier nur eine Dual-Claw-Toilet, die uns hier auf die Nerven geht. Und das Ding hat gerade unseren Turkey-Cameraman einmal kurz betäubt gehabt. Und schon sah es problematisch aus, ja? Also man braucht hier wirklich nur eine Einheit, die uns ein bisschen auf die Nerven geht. Und schon wird das Ganze hier schwierig. Also vor allem, wir haben nur drei Einheiten im Hard-Mode, Leute, ja? Wenn ihr mal ein paar Wochen zurückspult auf meinem Kanal oder ein, zwei Monate... Da haben wir uns einen abgebrochen, den Hard Mode überhaupt zu schaffen. Ohne richtig gute Einheiten. Und jetzt machen wir hier irgendwelche komischen Challenges. Ich weiß auch nicht, was das soll. Okay, wir upgraden ihn hier nochmal. Dann ist die V-Man. Alter, der ist auf Maximallevel jetzt. Der macht 500 Schaden pro Sekunde. Bruder, war ich überhaupt mitgenommen? Der hätte auch zu Hause bleiben können. Der hätte schon mal was kochen können oder so. Bis wir dann nach Hause kommen. Ich weiß nicht. Egal, wir konzentrieren uns erstmal auf Turkey Cameraman. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ordentlich upgraden. Ich meine, der macht dann 15.000 Schaden pro Sekunde. Der wird hier schon ordentlich was wegräumen. Der wird uns über die Runden bringen. Hoffentlich. Noch sieht's nicht so aus. Bis jetzt macht er auch nur 1.000 Schaden pro Sekunde. Das ist nicht viel. Und jetzt ist er betäubt. Hilfe! Oh, jetzt sind beide betäubt! Alter, und jetzt ist da auch noch eine Minigun-Toilet. Die kann auch betäuben. Warte mal, die hat 17.000 Leben. Bro, was? Kann ich die überhaupt auf... Moment mal. Oh, Freunde, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob unsere Strategie, die ich hier habe, ob die so gut funktioniert. Ich sag ganz ehrlich, ich platziere hier jetzt mal noch einen Turkey Cameraman. Oh, Leute, ich glaube, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht... Ich meine, eine Minigun-Toilet können wir ruhig durchlassen, das ist nicht so schlimm. Aber diese Boss-Toilet da... Die kommt auch durch. Ich meine, die hat jetzt hier nochmal ordentlich kassiert, aber... Hilfe? Sag mal, wurde der Hard-Mode irgendwie schwieriger gemacht? Jetzt ist hier irgendwie noch eine Parasitentoilette unterwegs schon, auf Welle 11? Was geht denn hier ab? Geht's denen nicht gut? Haben die Kopfschmerzen bekommen oder so? Das kann's doch nicht sein. Okay, Freunde, also wir müssen auf jeden Fall... Kann gut sein, dass wir gleich nochmal hier mit einer anderen Strategie... von vorne anfangen müssen. Ich weiß nicht... Kann ja gut sein, dass wir die beiden hier jetzt durchfahren, dass das schon reicht, um uns aus dem Game zu nehmen. Die Parasitentoilette kommt auch durch. Och, Mann. Warum? Also die Minigun-Toilet hat nur 60 Schaden gemacht. Das hält sich schon mal in Grenzen. Das ist ja nicht, das ist also, ne? Das ist ja erstmal nicht die Welt. So, jetzt kommt die Boss-Toilet hier reingefahren. Die macht... Wie viel Schaden macht die? 200? Und die Parasitentoilette? Oh, wir leben noch. Wir sind noch im Game, Freunde. Ja, es ist noch nichts verloren. Wir sind noch da. Wir sind noch da, okay? Wir machen weiter. Ich brauche jetzt einfach nur einmal $1.200, dass ich Turkey Cameraman nochmal upgraden kann. Nach dem nächsten Upgrade kann ihn nichts mehr aufhalten, okay?
Nach dem nächsten Upgrade ist der unbesiegbar oder so. Oh mein Gott, da kommt eine Mutantentoilette. Verdammt nochmal. Wir kriegen niemals 1200 zusammen in diesem Level, oder? Ne, safe nicht. Auf keinen Fall. Warte, ich verkaufe den hier. Ich verkaufe den hier und dann machen wir das 1200er Upgrade. Glaub mir, dass wir ihn jetzt auf Level 3 bringen, lohnt sich mehr, als dass wir beide hier stehen haben. Guck, was er jetzt für Schaden macht. Er macht jetzt irgendwie 2600 Schaden oder so pro Sekunde. Sehr viel besser so. Let's go. Jetzt habe ich hier schon 3 von diesen Turkey Cameraman auf Level 3 stehen. Bis jetzt machen die ihre Arbeit auch richtig gut, haben nichts mehr durchgelassen. Aber wir brauchen jetzt $3,500 fürs nächste Upgrade und wir haben keine einzige Geldeinheit dabei. In letzter Zeit spielen wir ja wirklich alles immer mit Geldeinheiten. Wir haben immer eine Geldeinheit dabei mittlerweile. Und ich habe echt vergessen, wie nervig das ist, wenn man keine hat, okay? Wenn man einfach keine Einheit hat, um zusätzlich Geld zu generieren. Und es wird jetzt auch ganz schön schwierig hier, diese Giant Glasses Toilet Tops zu nehmen. Weil wir haben jetzt hier nicht nur eine, sondern direkt 2 von denen auf Welle 17. So, da ist hier noch 50.000 Leben, der Bruder. Und das, liebe Leute, sieht schlecht aus, würde ich sagen. Okay, ich platziere mal hier noch einen Turkey Cameraman. Upgrade ihn mal auf Level 2. Reicht das dafür? Das sind 1000 Schaden pro Sekunde. Sollte schicken, oder? Boah, ich muss gleich mal einen, ich muss gleich den ersten Cameraman platzieren, Freunde. Führt kein Weg dran vorbei. So reicht es, um hier die Giant Glasses Toilet aufzuhalten. Ich könnte ja das 1200er Upgrade machen, aber das Geld will ich mir eigentlich sparen, Freunde. Das Geld hätte ich ausgeben sollen. Ach, Manno. Ja, was soll ich denn machen? Okay, zack, dann halt so. Wir besiegen den aber. Easy. So. Jetzt haben wir hier oben ein paar von diesen Parasitendingern. Die haben wir besiegt. Easy. Okay, der erste Titan kommt jetzt ins Spiel, Freunde. Let's go. Den brauchen wir. Der macht zwar jetzt noch nicht so viel Damage, aber... Puh. Das sieht übel aus sonst. Und jetzt stehen wir hier vor der Wahl. Wir haben $3,000 oder $4,000. Wir können jetzt entweder Turkey Cameraman upgraden, was wir auch tun werden. Okay, oder auch nicht, weil alle betäubt sind. Dann upgraden wir halt den hier hinten. Weil Turkey Cameraman upgraden bringt uns mehr Schaden gerade, also mehr Zusatzdamage, als wie wenn wir jetzt Titan Cameraman upgraden würden. Deswegen werden wir jetzt erstmal die ganzen Turkey Cameraman schnellstmöglich auf Level 4 bringen, weil das bringt plus 800 Damage und eine Cooldown Reduction. Und bei ihm hier bringt es uns nur 600 Damage zusätzlich. Ich meine, hinten raus ist Titan Cameraman natürlich stärker, aber wir brauchen jetzt sofort, brauchen wir erstmal mehr Damage und mehr Reichweite hier vorne. Und ihr seht schon, das tritt jetzt direkt hier in Effekt, dass die schon auf Level 4 sind. Und es sieht gut aus. Wir sind auf Level 24. Wir können natürlich nicht mit Autoskip oder sowas spielen. Wir kommen nur sehr langsam voran, Freunde. Aber es funktioniert. Wenn ihr übrigens irgendwelche coolen Ideen habt für unsere Glücksrad-Challenges, ne, keine Ahnung, beispielsweise beim Easy-Schwierigkeitsgrad darf ich nur eine Einheit wählen, oder irgendwelche anderen besonderen Sachen, schreibt's gerne in die Kommentare. Coole Challenges werde ich gerne ausprobieren. Und jetzt haben wir auch schon die ersten Turkey Cameraman auf Level 5. Level 5 ist tatsächlich das Maximallevel. Boah, ich kann schon nicht mehr richtig reden, Freunde. Das ist das Maximallevel. Ich dachte tatsächlich, der kommt auf Level 6 oder auf Level 7. Ich weiß auch nicht mehr, bis auf welches Level hier welcher Charakter geht, Freunde. Aber wenn wir gleich nochmal 5500 haben, dann geht der nächste Turkey Cameraman auf Level 5, Leute. Dann haben wir den auch auf Max-Level und hier den Upgraded Titan Cameraman haben wir auch auf Level 5. Der macht jetzt gerade natürlich noch nicht so viel Schaden, beziehungsweise er macht knapp 14.000. Die machen 15.000 hier, die kleinen Kerle. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Turkey Cameraman fertig und gleich dann, komm, wir drücken jetzt einfach mal Skip, ist mir doch egal. Und gleich dann upgraden wir auch noch Titan Cameraman. Ey, schaut mal, wie die jetzt hier die Einheiten niedermähen, ne? Weil der Damage-Output ist schon crazy. 15.000 pro Sekunde von den Turkey Cameraman. Und Upgraded Titan Cameraman auch 14.000. Überlegt mal jetzt, ne? Früher hat der insgesamt nur 19.000 gemacht. Eigentlich krank, wie stark der jetzt ist, ne? Wenn er gleich auf Maximallevel seine 50.000 macht, dann ist hier komplett Game Over. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Aber jetzt wird es erstmal problematisch, weil alle Einheiten hier am Schlafen sind. Das ist definitiv nicht so gut. Die haben die ganzen Parasitentoiletten hier an sich. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Warte, wir upgraden ihn jetzt hier erstmal auch auf Maximallevel schnell. So, und jetzt alle hier in den Angriffsmodus, bitte. Wir haben halt keine Einheit, die für Betäubung heilt, ne? Wir haben keine einzige Heilung gegen Betäubung heute. Haben wir nicht bekommen beim Glücksrad. Wir müssen so es irgendwie schaffen. Alter, wie viele Boss-Toiletten sind denn das? Und jetzt die ganzen Vakuumtoiletten, die hier vorne jetzt auch noch mitfahren.
Oh, guck mal, die kleinen Truthähne fangen jetzt an zu leuchten auf Maximallevel. Cool. Das sieht tatsächlich cool aus. Okay, Vakuumtoiletten besiegt. Oh, die kommen ganz schön weit, Mann. Okay, aber geschafft. Boah, let's go. Ah, das war knapp. Das war echt knapp. Hilfe. Und ich glaube, es wird tatsächlich reichen, dass wir hier drei Turkey Cameraman und den Upgraded Titan Cameraman hier stehen haben. Wir haben den jetzt schon auf Level 7. Und jetzt macht er auch schon 28.000 Schaden pro Sekunde. Ich bin nicht gut in Mathe. Irgendwie sowas. Wir machen das Fenster besser zu. Und das nächste Upgrade kostet uns 15.000. Mal sehen, ob wir so viel Geld jetzt überhaupt noch zusammenkriegen, weil ohne Geldeinheit ist es wirklich... Ohne Geldeinheit kriegt man einfach so wenig Kohle in dem Game. Ich meine, wir kriegen pro Welle nur 100 Dollar und pro stärkeren Gegner, so wie die hier, mal 200, mal 300. Und ja, könnt ihr euch ausrechnen, dass das eine Weile dauert. Also 15.000 nochmal zusammenzukriegen, wird spannend. Vor allem, weil wir schon auf Welle 44, 45 jetzt sind, glaube ich, ne? Warte, wo sind wir? Welle 44, ja. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen keine Einheit mehr. Ich glaube, wir müssen keine Einheit mehr hinstellen. Die drei hier oder die vier hier, die werden reichen. Die werden das Ding schaukeln, hör mal. Aber vielleicht wird es auch doch noch mal ein bisschen knapp, weil wir hier echt kassieren zwischendurch, weil wir keine Betäubungsheilung haben. Aber Upgraded Titan Cameraman jetzt auf Maximallevel. Die 15.000 haben wir noch zusammengekriegt. Welle 47. Wir haben es irgendwie überlebt bis hierhin. Aber jetzt macht er halt... Wie viel Schaden macht der? Paar 50.000, ne? Ey, Junge, let's go. Jetzt geht es hier richtig ab. Welle 48 und wir sollten jetzt, ja, mal sehen. Welle 50 wird natürlich nochmal übel, ne? Ich meine, ihr habt gerade sehen können, dass einige Einheiten es bis hierhin teilweise schaffen. Wenn wir jetzt nochmal einer richtig starken Welle ausgesetzt sind, haben wir natürlich trotzdem ein Problem, ne? Aber bis jetzt sieht alles gut aus. Welle 48 geschafft. Let's go, Welle 49. Sollten wir jetzt ja auch gut durchkommen, Freunde. Oh, eine Glücksrad-Challenge mal wieder bestanden, hä? Na, jetzt hier natürlich nochmal eine UFO-Toilette, die zwischendurch schön unsichtbar wird. Aber wenn sie sichtbar wird... wenn sie dann mal sichtbar ist, wird sie komplett weggefrühstückt. Alter, die hat gar kein Land gesehen. Okay, Welle 50, Freunde. Die Boss-Welle. Schauen wir mal, was so abgeht. Hier kommen jetzt viele Multiclaw-Jetpack-Toilets. Wenn die bis zu uns kommen, haben wir natürlich... Die explosiven Flying Toilets sind schon mal bis zu uns gekommen. Das ist nicht gut. Und jetzt haben wir hier Boss Toilet 3.0. 800.000 Leben. Aber. Warte. Ja, sieht gut aus. Let's go. Jetzt voller Angriff hier rein in die Boss Toilette. Auf easy. Komplett Feuer im Rohr. Und let's go, Freunde. Wir haben mal wieder eine Glücksrad-Challenge geschafft. Let's go. Wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, wie gesagt, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.